Hey Bayern-Fans, Fußballfans und Fußballverrückte. Ja, ich habe hier schon neben mir einen anderen Verrückten sitzen, den Kai von Red Munich. Wir hatten schon den ersten Teil zum großen Bayern-Thema gemacht, zu unserem Talk. Den ersten Teil findet ihr auch auf seinem Kanal. Da haben wir vor allem, verlinke ich euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung, wie immer, den Kanal und auch das Video, wenn ich es gebacken kriege. Da haben wir so schon mal angefangen, über die Themen zu sprechen. Trainersuche beim FC, beim großen FC Bayern München. Warum hinkt das Ganze so? Warum haben wir da so große Probleme? Was gibt es noch für Probleme im Verein? Sei es ein Hoeneß, sei es ein Rummenigge. Wie sind da die Zuständigkeiten? Wer hat vielleicht zu viel? Wer hat vielleicht zu wenig Macht? Diese Themen sind wir schon mal so durchgegangen. Da haben wir circa, ich glaube, 45 Minuten ein Video zugemacht. Am Freitag werdet ihr dann auch den ersten Teil auf meinem Kanal hier finden. Also am Freitag findet ihr im Endeffekt beide Teile auf beiden Kanälen. So viel dazu. So viel zum Intro. Und jetzt begrüßen wir erstmal den Kai. Schön, dass du wieder dabei bist oder immer noch dabei bist. Servus und Glück auf natürlich auch an die Abonnenten bei Ollis FCB. Servus. Genau, und ich hatte ja schon im ersten Teil so geendet, da war dann das letzte Thema, war dann im Endeffekt die vermurkste Trainersuche. War ja, schaut es euch am besten an, ich brauche das jetzt nicht wiederholen. Und dann kam mir dann so als letztes so die Idee, ja, was ist denn eigentlich, da haben wir darüber gesprochen, wie finden denn diese Gespräche statt, wie ist der Inhalt dieser Gespräche, wer muss sich da von wem nochmal ein Okay holen, muss da nochmal zu einem Hoeneß gegangen werden und so weiter und so fort. Aber nach was suchen wir eigentlich die Trainer aus, die wir dann anfragen? Ist da so ein grüner, wie sagt man, ein roter Faden zu erkennen? Ist da zu erkennen, ah, okay, Bayern München sucht also Trainerprofil XY und die letzten 28 Trainer, die sie angefragt haben, ist genau dieses Trainerprofil gewesen? Oder sehen wir da vielleicht was komplett anderes? Und da dachte ich mir, da können wir jetzt ja noch mal drüber sprechen. Und auch was, vielleicht kommen wir auch noch dazu, ist überhaupt ein Umbruch möglich? Ein Umbruch einer Mannschaft? Also, was für Spieler müssten gehen? Schafft man es überhaupt, dass diese Spieler noch gehen, wo wir jetzt den 21. Mai haben, wo wir das hier aufnehmen und bis jetzt ist im Endeffekt noch nichts passiert? Vielleicht schaffen wir diese Themen mal so ein bisschen zu beleuchten, Kai. Ja. Ja, also Trainer, ich fange mal an. Ja, gerne. Trainerprofil, ja, ist nicht vorhanden diese Saison. Ich denke, das können wir uns einig sein. Diese Saison ist eher so, wir suchen eigentlich, oder ich glaube, das Profil ist, wir suchen einen Trainer, der einen Umbruch machen möchte, soll, wie auch immer. Ja. Am Ende ist es egal, wie er zu spielen hat, anscheinend. Stehen müssen wir das nicht. Aber das habe ich ja auch gestern schon im Stream gesagt. Du hast ja Trainertypen mit unterschiedlichen Fußball, den sie spielen lassen wollen. So. Es sei denn, die ganzen Trainer würden, hätten jetzt von sich gesagt, das wissen wir natürlich nicht. Ach jo, ja, ich gehe zum FC Bayern. Der FC Bayern möchte so Fußball spielen und ich werde meine Art und Weise komplett ändern. Dass das nicht geht, haben wir beim Tuchel gesehen. Ja. Genau. Also wir haben keinen roten Faden. Du bist ja, mittlerweile ist ja sowieso nur noch, ja, Resterampe. Hört sich schwierig an. Aber es wird natürlich in der Öffentlichkeit auch so kommen. Jeder Trainer, der kommen wird, keine Ahnung, aber wie willst du auch ein Profil haben? Guck mal, du redest, hast das mit dem Umbruch mit reingebracht, das stimmt ja auch. Aber wir wissen ja nicht, was hat Eber für Vorstellungen. Wenn er jetzt sagt, ja, komm, wir hauen, ich droppe jetzt einfach mal die Namen: Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, Coman, meinetwegen, wie alle noch schreien: Opa, Mingej, Mazraoui, so, du klopfst die 8 Spieler oder 9, was das sind, weg. Dann kannst du natürlich sagen, ja, im Endeffekt ist scheißegal, welcher Trainer das ist, weil wir werden dann einen Kader zusammenstellen, der zu seiner Art Fußball passt. Dann könntest du vielleicht irgendwo argumentieren, dass du gerade in alle Richtungen springst, was die Trainerwahl anbelangt. Aber das wäre ja ein ganz neuer Zug beim FC Bayern, haben wir ja nie gemacht. Wir haben ja immer Natürlich. irgendwo so eine Philosophie gehabt. Mal abgesehen vom Kovac, der hat damals auch in meinen Augen nicht wirklich reingepasst zu der Art Fußball, die wir spielen. So, aber aktuell, nee, also aus meiner Sicht hast du gar keinen Faden mehr.
Ja, du kannst dir noch irgendwie bei den ersten beiden Trainerkandidaten kann ich mir noch irgendwie so einen kleinen Faden raus erkennen, wenn ich das will. So, ne, Alonso, Bayern ist ganz klar so die Der Ballbesitzmannschaft. Offensivfußball. Offensivfußball, die viel Ja. den Ball hat und auch weiß, was sie damit macht, wenn sie den Ball hat. So, ne? Eigenen Ja. reinlaufen lassen, dann aber auch schnell dann die Vorstöße vorne rein, die spannenden Pässe in die Schnittstellen, Kombination auf engem Raum, so, ne? Da erkennst du dann so ein bisschen Guardiola auch wieder. Das macht irgendwie für mich Sinn. So, das hätte zu Bayern gepasst. So, dann bist du Nagelsmann angegangen. Der schon auf jeden Fall einen anderen Fußball spielen lässt, aber auch ganz klar offensiv geprägt ist. Vielleicht nicht jetzt so viel Tiki-Taka, wie es ein Alonso bei sich spielen lässt, aber der auch eher noch diesen Offensivfußball, aber der ja auch irgendwo dafür steht, immer mal wieder neue Sachen mit einzubringen und zu experimentieren. Und das mit dem Umbruch bei Bayern, das kann ich dann für mich auch noch irgendwie. So, und dann wird es aber schwierig langsam, ne? Dann gehst du auf den Rangnick, der eher doch, so wie ich das in Erinnerung habe, diesen klaren Pressing-Fußball, Gegenpressing, schnelles Umschaltspiel. Also jetzt nicht unbedingt, wir haben 70% Ballbesitz. Dafür irgendwie bei mir in Erinnerung ist, du kannst mich gerne korrigieren. Ja, ich bin da nicht so drin. Ich habe ihn auch so in Erinnerung. Ich weiß aber nicht, was er die letzten Jahre irgendwie. Wie gesagt, österreichische Nationalmannschaft kann ich nichts zu sagen. Habe ich keine Spiele gesehen. Weiß nicht, ob er sich um 180 Grad gedreht hat. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Beim Rangnick haben sie dann bestimmt so diese Nachfrage gemacht, so, der hat schon einiges aufgebaut in seiner Vergangenheit, ne? Also Hoffenheim, Leipzig, hat da schon gezeigt, dass er Ich denke, Teams das gesch Argument auch, warum man mit ihm überhaupt gesprochen hat, warum Uli Hoeneß sich darauf eingelassen hat, war wahrscheinlich sein Umgang mit, wie du sagst, was zu entwickeln mit jungen Spielern. genau. Aber du bist dann schon von dieser Spielphilosophie, bist du schon so ein Ist so bisschen weg, weg. ja. Dann bist du schon weg. Was kam als nächstes für Namen wurden geschossen? Dann hast du bei einem Dann Glasner, hast. hat sich. Nein, 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 dann hast du ja erstmal wieder beim Tuchel angefragt. Ja, genau. Weil Dann hast du dann wieder. war der Tuchel ja wieder gut genug. Und seine Art Fußball zu spielen. Genau, also im Endeffekt, wir wissen nicht, was wir mit dem Ball machen sollen, wenn wir ihn haben und hoffen eher darauf, auf starke Gegner Nein, zu wir haben treffen. einfach keine Spielphilosophie. Wir stellen uns nur hinten rein. Ja, genau. Das ist ja, das würde er als seine Spielphilosophie ja verkaufen. Ne? Also Spielphilosophie gegen Arsenal und Real Madrid, ganz klar, defensiv sicher stehen, durch schnelle Konter, durch unsere ach so tollen Gnabrys und Sanés, schnelle Konter setzen und dann mit Einzelaktionen, wie es ein Davis gemacht hat im Rückspiel, die Tore machen. Real Madrid Rückspiel meine ich jetzt. Das ist. Warte, jetzt muss ich kurz meine Tür zumachen, weil Mach das, Family mach kommt nach das. Hause. Mach kurz Alles Alleinunterhalter. gut. Ja, wie der Uli schon sagte, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, aus meiner Sicht haben wir auch keinen roten Faden. So, Alonso, ja, Nagelsmann kannst du auch vertreten, er war vorher Trainer. Nagelsmann ist natürlich mehr auch ein bisschen auf Gegenpressing aus. Das hat schon auch so ein bisschen Rangnick-Style. Ja, also Rangnick ist eine andere Art von Fußball. Tuchel ist nochmal eine andere Art von Fußball. Das ist ja auch, was ich schon sagte. Wir müssten eigentlich erstmal anfangen zu sagen: So, X, Y, Z ist unsere Strategie. Diese Art Fußball wollen wir spielen, so wie wir es früher hatten. Angefangen mit Van Gaal, der diese Ära eingeleitet hat, die fortgetragen wurde. Das haben wir halt nicht mehr. Also, ich weiß gerade nicht, weiß nicht, wie es beim Olli aussieht, ich weiß gerade nicht, welche Vorstellungen unser Verein hat. Die wurden ja auch nicht kommuniziert. So, du kannst ja nur gerade versuchen abzuleiten anhand der Trainer, mit denen gesprochen wird, aber dass die mal klar formuliert wurde, zu sagen, ja, wir wollen in Zukunft wieder, keine Ahnung, spektakulären Offensivfußball sehen oder bla bla bla, man muss ja gar nicht so ins Detail gehen, aber dass du überhaupt mal weißt, was der Plan ist. Und dann kannst du danach einen Trainer aussuchen, dann ist auch egal, ob der Trainer Guardiola heißt, De Zerbi oder dein komischer Amorim oder
Company oder XYZ ist mir am Ende Wurst, solange du siehst, ja, das ist die Philosophie und das ist der passende Trainer dazu. Ne? Ja, so. Zurzeit, Leute, wollt ihr mir ernsthaft auf den Zeiger gehen? Jetzt will die Katze raus, aber das kennen meine Zuschauer schon, dass ich mal zwischendurch aufstehen muss, weil wieder die Katze rein oder raus will. Ja, so ist das mit Haustieren. Man wird von der Katze beherrscht, ne? Ja, die Katze ist der Chef, falls man mich hören kann schon. So sieht's aus. Noch mehr zu sagen als die Frau, die Katze, ich sag's dir. Das ist bei Katzen nun mal so. Nee, es ist gar kein Plan zu erkennen, aber das ist ja auch so ein Thema, was, glaube ich, auch Trainer irgendwann mitkriegen, ne? Das macht ja natürlich schon was mit dir, wenn du weißt, dieser Verein will für diese Art von Fußball spielen. Okay, ich passe dazu. Oder, die haben doch eigentlich immer 70% Ballbesitz in der Bundesliga, aber ich spiele auch einen ganz anderen Fußball. Also das ist ja schon auch eine Art und Weise, wie du dann in so Gespräche reingehen willst und einen Trainer überzeugen willst, dass der dazu passt. Passt für mich vorne und hinten nicht zusammen. Und für mich fühlt es sich gerade irgendwie so an, was die Trainersuche angeht. Deutsch muss er sprechen können und man sollte irgendwie den Namen kennen. Also Bayern München käme ja jetzt niemals auf die Idee, dass die jetzt irgendwie so ein paar Scouts schon seit ein paar Jahren irgendwo rumlaufen haben und sagen, hör mal zu, in der dritten Liga bei Verein XY, ich kenne mich jetzt mit Drittliga-Vereinen leider nicht so aus, aber bei Verein XY, da fällt uns schon länger folgender Trainer auf, dieser Frank Müller da, der bei SSV Pirmasens da den Trainer macht. Der macht das schon seit 4 Jahren. Die haben jetzt schon 4-mal um den Aufstieg mitgekämpft. Der lässt einen richtig offensiven Ball spielen. Scheiß mal auf Namen. Der hat da ein paar Jungs rausgebracht, die spielen jetzt bei Zweitligist XY, bei Erstligist so und so. Sowas fühle ich gar nicht bei uns. Oder wie ich dann gerne sage, dass du dann... Ich habe mir halt ein paar Sachen von ihm angeguckt und darum fühle ich diesen Trainer einfach, darum haue ich den jetzt hier raus. So ein Amorim, der seit Jahren bei Sporting was am Entwickeln ist, der eine ganz klare Spielphilosophie seinen Spielern beigebracht hat, ein klares Spielsystem und jeder Spieler auf dem Feld weiß genau, wie er sich zu verhalten hat. Und wenn dann einer ausgewechselt wird, wird diese Position 1:1 übernommen. Und da ist ein Karamba-Fußball nach vorne und trotzdem eine stabile Defensive. Aber auf so einen Trainer kommst du ja anscheinend noch nicht mal als Bayern München. Du fragst dann eher wieder beim Tuchel nach. Und dann ist so ein Trainer dann zum Beispiel wie Amorim, auch wenn sie es bei ihm nicht gemacht haben, ist dann Option 7 oder 8. Und dann wunderst du dich, dass der Trainer nicht sagt, ja, ich komme sofort, ich komme zu Fuß nach München gelaufen. Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem Take, dass sie erstmal noch in ihrer Realität leben. Ne? Wie du sagst, sie denken halt immer noch, ja, wir fragen da an und dann kommt er schon, weil wir der FC Bayern sind. Das andere ist, ich glaube, die werden oder wollen das auch gar nicht, sich da hinstellen und sagen, wir nehmen jetzt so einen Trainer, wie du gerade sagst, zum Beispiel aus der dritten Liga, den keine Sau kennt. So, da hat der Verein gar nicht die Eier für. Ja, weil der Verein müsste sich ja dann endlich mal, was wir die letzten 5 Trainer nicht gemacht haben oder 4 Trainer, hinter den Trainer stellen. Das ist ja nicht passiert. Man kann ja vom Tuchel halten, was man will, oder auch vom Nagelsmann halten, was man will. Man muss aber fairerweise auch ein Tuchel zugestehen, man hat beide Trainer alleine im Regen stehen lassen. Ancelotti kannst du auch damit reinpacken. Anfang an. Ja. Ancelotti. Sag ich ja, die letzten 4, 5 Trainer. Egal wen. Es war niemals, dass der Verein gesagt hat, pass auf, Mannschaft, Spieler, Thomas Müller, Manuel Neuer, mit vorderster Front, in der Front danach Kimmich-Goretzka, das ist der Trainer. Wenn ihr den Trainer nicht wollt, wenn ihr nicht beim FC Bayern spielen wollt, weil das der Trainer ist, dann verlasst bitte den Verein. So, der Verein steht an erster Stelle, nicht ihr Spieler. So, das hat man halt versäumt. Ne? Und das wirst du bei uns auch nicht mehr erleben. Wenn dann jetzt ist die Chance, ja. Jetzt ist die Chance zu sagen, aber da sind wir dann wieder, wo wir beim ersten Teil waren, wer soll den Eberl das abnehmen? Der Eberl wird das machen. Der wird sich in der Öffentlichkeit zu dem Trainer stehen, der wird sagen, klar, bla, egal, 3 Niederlagen, egal, das ist unser Trainer, wir wollen was entwickeln, das dauert halt, hin und her. Wird 100% passieren, egal wer der Trainer wird. So, aber es interessiert nicht, was er sagt. Wir haben gehört, was der Uli gesagt hat, oder? Ich werde jetzt wieder öfter öffentlich was sagen. Ja, dann ruft er im Dopa an und sagt,
So, wir müssen halt erstmal da eine Einheit werden und dann kannst du irgendwann sagen, yo, komm, wir haben jetzt einen Trainer, so, wir als Verein stehen zu diesem Trainer. Egal, was Medien versuchen dazwischen zu schieben, egal, was irgendwelche ach so verdienten Führungsspieler erzählen, so dann kommst du vielleicht mal auf den grünen Zweig, ja? Und dann ist es egal, ob der Trainer Mourinho heißt oder ob das der Trainer von, was weiß ich, Fuffershausen aus der dritten Liga ist. So, ja? Und klar, dann spielt natürlich auch ein Profil da rein. Wie du sagst, der Verein muss ein Profil im Kopf haben, das wollen wir in Zukunft. Ob das jetzt das ist, was wir die letzten 10 Jahre gesehen haben, drauf geschissen, ja? Ob wir immer noch daran festhalten wollen, 4-2-3-1, Ballbesitz bis zum Abkotzen und keinerlei Torchancen erspielen. Muss ich jetzt persönlich auch nicht haben. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn wir sagen, wir haben nur noch 50% Ballbesitz, lassen den Gegner auch mal den Ball, um dann nochmal schnell umzuschalten, so wie Tuchel das ja teilweise versucht hat. Nur Tuchel hat es zu extrem gemacht und hat dann vorne keinerlei Ideen gehabt, hat sich auf Einzelaktionen verlassen. Hätte er vorne eine Strategie gehabt, ja, Ja, dass wäre man es sagt, vielleicht gut ja, gegangen. so, wir kommen nicht durch die Mitte. Ja, alles klar. Männer, ich stehe draußen und mache so. Drei Finger. Systemwechsel. Weiß jeder Bescheid. Wir spielen jetzt über die Außen. Wir doppeln die Außen. Sonst was. Wir gehen wir reden immer davon. Wir haben drei Achter, zwei Achter. Die sind alle super variabel. Du kannst den Pavlovic auch einfach 20 Meter nach vorne schieben. Du kannst den Goretzka 20 Meter nach hinten schieben. So, das muss aber sein, du zeigst an drei. Bäm, da muss jeder wissen, was zu tun ist. Ja? Ja, Und dann änderst natürlich. du mal was. Aber unter Tuchel war es immer ein Stiefel. Egal wie, wir spielen immer durch die Mitte. Die Mitte Ja, ist zu. So, ne? Da musst du doch hinkommen. Da musst du einfach hinkommen. Und das muss der Verein entwickeln. Der Verein muss die Vorstellung haben, das wird unser Fußball. Such danach einen Trainer aus. Aber das Problem ist ja, wir sind keine Einheit im Moment. überhaupt Also nicht. zumindest nach außen hin gesehen. Ne? Eberl und Freund ist so die eine Ecke, die alles versuchen, die machen, die tun. Und dann hast du die andere Ecke, den Aufsichtsrat. Und dazwischen hast du noch einen Heiner, der dummes Zeug labert und einen Chrissy. Also ich So. finde, erstmal Ne? müsste ja ganz klar eine Ansage von einem Eberl kommen. Leute, ihr habt mich hier hingeholt als Sportvorstand. Also das würde ich jetzt Ja. erwarten von einem guten Ja. Chef. Und ist mir auch scheißegal, was dann an Gegenwind kommt. Dann muss er diesen Gegenwind aushalten. Er müsste eigentlich alle Leute zusammenrufen. Diese sechs Großen, sind es sechs? Ja, ungefähr. Ne? Diese, du weißt, wen ich meine. Rummenigge, Ja, Hoeneß, Dresden, Heiner. naja. Die Leute zusammen, und das musst du denen sagen. Er kann ja gerne anfangen mit dem Prolog am Anfang, um zu sagen: Hör zu, ich weiß, was in diesem Verein schon alles geleistet wurde. Ich bin jetzt dazugestoßen, Uli und du mit Karl-Heinz zusammen, was ihr hier aufgebaut habt, das muss ich gar nicht mehr erwähnen. Ihr habt mich aber geholt, weil ihr irgendwann euch zurücknehmen wollt und weil ihr mir vertraut. Wenn ihr mir vertraut, dann muss jetzt Folgendes passieren. Das muss jetzt unser Umdenken sein. Ich möchte nicht mehr, dass irgendwer in der Öffentlichkeit, das muss meiner Meinung nach ein Eberl sagen, mit Unterstützung von einem Freund von mir aus, der dann daneben sitzt und sagt, ja, genau, muss sagen, es, Dresen, wenn du gefragt wirst, zum Beispiel zur Trainersuche, kein Kommentar. Gehen Sie bitte zu Herrn Freund oder zu Herrn Eberl. Herr Heiner, wenn Sie gefragt werden zu den Finanzen bei Bayern München, können Sie gerne was sagen, aber nichts mehr zum aktuellen Tagesgeschäft. Und auch ein Herr Rummenigge und ein Herr Hoeneß. Da muss von mir, meiner Meinung nach, muss Eberl diese Ansage machen. Und wenn er damit scheitert, dann kann er eigentlich schon, das ist jetzt ein harter Take, kann er eigentlich schon, bevor die neue Saison anfängt, die Koffer wieder packen. Weil wenn er das nicht schafft, durchzusetzen, dass jetzt mal für die nächsten 2 Jahre, nehmen wir mal einfach so ein Zeitfenster, mal absolut die Fresse gehalten wird, dass ein Uli sich nicht einen großen Penis dadurch, Entschuldigung, sich nicht dadurch stark fühlt, weil er wieder irgendwie ihm zugeklatscht wird bei einem FAZ-Interview und er sich da profilieren kann, darauf muss er klarkommen. Er muss jetzt den Mund halten. Und dann kann auch ein Eberl super Beispiele nennen, warum das uns geschadet hat. Da gibt es ja genug Beispiele. Schau dir allein die Trainersuche an. Und wenn ein Eberl das nicht macht, meiner Meinung nach, ist das Ding schon in den Wird Brunnen gefallen, bevor Eberl nicht überhaupt richtig passieren. an. Ja, dann Wird kannst du nicht aber. passieren. Dann kann Keine Eberl Chance. aber. Aber wofür hast du ihn dann geholt? Wofür hast du ihn dann geholt? Um zu argumentieren, dass wieder ein Sportvorstand da ist. Super. Da hast du Ja, quasi einfach aber jetzt ein. guck, du siehst das doch an der Trainersuche, dass es nicht passieren wird. Guck mal, Tuchel hat sich da hingesetzt und hat gesagt, ich war mit Eberl und Freund klar.
Wenn dem doch so ist, unser Sportvorstand, unser Sportdirektor sind klar mit dem Trainer. Und der wird da nicht genommen. Egal, ob das jetzt Tuchel ist oder nicht. Ja? Aber er ist der Einzige, der es klar formuliert hat. Er hat sich hingesetzt in der PK und gesagt, ich war mit dem Eberl und Freund klar. Das war nicht das Problem. Das ist, was er gesagt hat. Wenn doch er mit dem Sportvorstand und dem Sportdirektor, die das dafür da sind, für dieses Geschäft, klar ist, warum ist er dann kein Trainer? Und daran siehst du doch, dass die keinerlei Kompetenzen haben. So. Wie das ja, jetzt beim Nagelsmann, beim Rangnick war, sei mal dahingestellt, das wissen wir ja nicht. Ne? Aber wahrscheinlich wird es auf die ähnliche Weise sein. Ja, es wird ähnlich verlaufen sein. Aber und für ja, klar, mich es wäre schön, wenn der Eberl jetzt sagen würde, pass mal auf, hier, so und so ist es. Aber wahrscheinlich ist er da zu sehr mit Uli Hoeneß verwandelt. Aber für mich ist das die einzigste Chance, wie du das Ding dann noch irgendwie retten kannst. Also, also ein Rummenigge und Hoeneß werden alleine nicht, wobei ich da eher noch ein Hoeneß fühle, werden alleine nicht zu dieser Einsicht kommen. Und jetzt hat sich ja sogar noch ein Dresen, hat jetzt irgendwie auch dieses Profil entwickelt, weil er mal da irgendwie ein Jahr was mehr zu sagen hatte und auch sagen musste. Da hat er anscheinend jetzt auch seinen Spaß dran gefunden. Das ist ja das Schlimme daran, in die Kamera zu gucken. Ne? Und ein Heiner, auf wen wurde ja auch in der Zeit, wo kein Sportvorstand da war und so weiter und so fort, ein Hoeneß nicht viel gesagt hat, hat auch mehr gesagt. Jetzt haben die auch noch ihren Spaß daran gefunden. Und für mich kannst du dieses Ding nur retten, indem irgendwie es ein Eberl schafft. Ich weiß, ich stimme dir ja dazu, dass es nicht passieren wird. Aber das ist für mich die einzige Rettung. Weil sonst kannst du das Ding nur retten durch einen total starken, selbstbewussten Trainer. Aber auch nur teilretten. Weil sobald es mal wieder irgendwo anfängt zu bröckeln, dann kommen die wieder alle aus... Ja, aber da musst du Mourinho holen. Es gibt keinen anderen Trainer, der das schaffen würde. Vom Profil her. Ja, der so das viel Aufmerksamkeit... Das wäre der Mann, weil das ist der Typ, so wie ich ihn einschätze, der Typ, der so wie Van Gaal. Genau. So. Ich bin hier, ich bin der Special One, ich ziehe mein Stiefel durch. Ist mir egal, was Uli Hoeneß sagt, ist mir egal, was der sagt, geht mir am Arsch vorbei. Genau. So, das war nämlich Van Gaal auch. Und deswegen konnte Van Gaal auch eine neue Ära einleiten. Ja, so, leider zu kurz. Das ist richtig, aber er hat sie trotzdem mal eingeleitet, ne? Ja, auf jeden Fall. So, das wäre das einzige Ding. So, aber es ist traurig, dass du dann das haben musst, aber du siehst ja auch, was wir gerade hatten. Wie die Trainer die letzten Jahre, egal welcher Trainer es war, im Regen stehen gelassen wurde. Und da war ein Trainer bei wie ein Ancelotti, der jetzt Real Madrid in den letzten, was weiß ich, wie lange ist er jetzt da, 3 Jahren zu 3 Champions-League-Titeln führt. Ja. Also, da kann man ja nicht davon reden, dass er kein guter Trainer ist. Ne? Nee. Er ist eine Maschine. Ne? Ja. So, ja, das ist doch unser Problem. Und du wirst das nicht hinkriegen, du wirst keinen haben. Und der Kalle ist genauso schlimm. Der Kalle war nicht im Aufsichtsrat, wer das nicht weiß. Der Uli hat den wieder dazugeholt am Anfang der Saison. Ich weiß. Ja. Der ist jetzt wieder dazugekommen. Ja, der war gar nicht da, der war raus. Der war wieder in seinem schönen Nippstadt, hier bei mir um die Ecke, bei dir auch um die Ecke, und war wieder in seiner Heimat. Nein, der Uli hat jetzt gesagt, Kalle, komm mal ran, du musst jetzt wieder in den Aufsichtsrat. Warum? Ja, wir brauchen die Taskforce jetzt, so nach dem Motto. Ja, das ist ja okay, das hätte man ja machen können, ja, für diese 8 Wochen. Ich meine, das war ja auch eine Katastrophe, aber hätte man ja machen können. Alles klar, wir machen das und wir gehen wieder zurück und fertig. Ja, aber nein, wir haben wieder geschnuppert. Oh ja, wir sind wieder wer? Wir sind wieder Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, FC Bayern. Ja. So. Ja, die können halt nicht loslassen. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ist ja auch menschlich, kann man ja verstehen. Ja? So, die haben das gemacht. Guck dir manche Rentner an. Die kommen auch nicht klar. Die haben das gemacht. Dann hieß es, yo, wir treten zurück. So, dann hast du Olli und Bratzo gehabt, die das an Scheren volle Wand gefahren haben. Das spielt auch noch mit rein. Dann denkt sich so, Olli, scheiße. Ist mein Baby und so, ich muss wieder mehr reingehen. Ist ja auch irgendwo menschlich, ne? Ich hole den Kalle wieder zurück, so, wir wuppen das schon. So wie früher, alles wird gut. Aber die merken halt nicht, dass es gerade komplett kontraproduktiv ist, ne? Weil dann hättest du dir, wie du sagst, dann hättest du dir den Eber sparen können. Dann geh wieder dahin, Uli, mach den Sportvorstand, dann ist gut. Ja. Dann steht er in der Verantwortung, dann kann er wieder seine Scheiße labern, kann machen und tun, wie er meint und alles ist gut. Muss sich kein Okay holen und Vertragsgespräche über ein, zwei Wochen ziehen. Der kann sofort entscheiden, vielleicht kurz mit dem Karl-Heinz abnicken oder nicht. Und das Ding ist geritzt. Ja, es ist eine absolute Farce. Es ist, und jetzt sind wir dann beim Trainer, wo du auch jetzt auch kein Gefühl mehr hast als Bayern-Fan, wo das Ding jetzt hingeht. Ne? Wie du schon sagst,
Mourinho halte ich fußballerisch jetzt, was er mit seinen Mannschaften vor allem die letzten Jahre hat spielen lassen, gar nichts von. Aber jetzt bin ich schon langsam auch so weit, dass ich sage, ja, vielleicht musst du jetzt so einen Typen holen, der auf das alles scheißt, weil er sich so geil findet und sich noch geiler findet, als die anderen Herren sich geil finden, dass da irgendwie ein Selbstbewusster gegenübersteht. Da sind wir jetzt angekommen, weißt du? Weil du es ja nicht schaffst, einen jungen Kerl aus, Beispiel war das jetzt ja nur, aus der dritten Liga zu installieren und zu sagen, ja, dieser Fußball, den der da bei Pirmasens spielen lässt, ich weiß, das ist nur ein Beispiel, das ist genau unser Fußball und wir trauen diesem Herrn zu, mit Unterstützung von Eberl und Freund, mit unserer Rückendeckung, die wir jetzt ab jetzt geben, dass er das hinkriegt. Das Ding kannst du ja vergessen, das wird ja nicht passieren. Also, andererseits. Das große Problem ist, du brauchst einen Trainer, der halt Uli gefällt, Karl-Heinz, Freund und Eberl. Das sind die vier Personen, die auf einen Nenner kommen müssen. Und das ist unser aktuelles Problem. Das hat bisher nicht geklappt. So, wenn du den findest und der da noch Bock drauf hat, der Trainer, der muss ja auch Bock haben. Du siehst ja, der Uli Hoeneß kommt auch mal in eine Vorbereitung zum Trainingsplatz und will da mal ein bisschen talken und sich da mal, ne? Mal Wieder gucken, ablichten abklopfen, lassen. wie der ist, und du musst auch bei ihm zum Essen kommen und da dich rechtfertigen und hin und her. Das muss ja ein Trainer auch noch mitbringen. Der muss ja auch Bock darauf haben. Wenn wir den Menschen finden sollten, dann kann noch was Gutes entstehen. So, weil dann stehen die auch mal hinter dem. Ne? Aber bisher gab es ja immer einen, der gegen irgendwen war. Beim Nagelsmann war es der Rummenigge. So. Ne? Vorher war es der Uli, der da nicht ganz mit zufrieden war. So, du hast immer einen gehabt, der irgendwie dagegen war. Und Wohl deswegen ist siehst du gut. jetzt auch gerade das Problem, dass wir keinen finden. Weil auch immer wieder jemand dann da reinstreut. Ach nee, weiß ich jetzt nicht. Ja, Ja, ich aber meine, es. zum Glück gibt es das beim Flick auch. Ja, zum Glück, aus meiner Sicht. Aber das war halt so das Problem beim Nagelsmann und Rangnick. So, du musst einen finden, der alle vier zufriedenstellt. Und der Ja, auch Bock hat, das dann, Schlimme ist ja auch, wenn ne? jetzt nur einer nur einen kleinen Kompromiss da eingeht von diesen vier Leuten und dann holst du diesen Trainer dann ja Kannst du vergessen. trotzdem. Da genau, da kommt nämlich folgendes Problem. Dann schreiben wir das Jahr 2025, ja, Januar, Februar, März. Dann kriegst du auf einmal mit, ja, Guardiola verlässt auf jeden Fall Man City und Klopp will vielleicht doch wieder zurück in den Trainerjob. Und Alonso ist jetzt am Überlegen, ob er bei Leverkusen weitermacht oder den nächsten Schritt geht. Und dann, wenn es dann nur in der Liga ein bisschen am Bröckeln ist, du vielleicht wieder im DFB-Pokal gefühlt zum 10. Mal hintereinander rausgeflogen ist, dann war es das wieder mit der Stärkung des Trainers. Hast du doch gesehen, Vorher schon, wo, ne? ja, hast du doch gesehen beim Tuchel. Tuchel war frei, warum in Nagelsmann weiter stützen? War noch in allen Wettbewerben drin, war noch alles zu holen, hat zwar seine Probleme gehabt, aber du hast ihm ja extra diesen 5-Jahres-Vertrag gegeben, wo du als Bayern-Fan irgendwie das Gefühl gekriegt hast, okay, das ist jetzt zwar krass mit den 5 Jahren, aber anscheinend findet jetzt da ein Umdenken statt. Ja, anscheinend, was ja nicht stattgefunden hat. Dass du jetzt dem Trainer mal diese Chance gibst und so einen langen Vertrag, um auch ein Zeichen an eine Mannschaft auszusenden, das ist euer Trainer für die verfickten nächsten 5 Jahre. Und was war bei der nächsten Möglichkeit, wo es nur einmal am Bröckeln war, zack, war er wieder weg. Und du hast dann einfach 20 Millionen Abfindung zahlen müssen oder was weiß ich wie viel. Es ist. Thema Nagelsmann kann ich ja auch mal ganz kurz, da können wir ja mal ganz kurz drauf eingehen, auch wenn es schon lange her ist. Also es gibt eigentlich nur zwei, aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Entweder war es bei das Thema Nagelsmann, dass Olli und Bratzo wussten, sie stehen hart unter Druck. Ja? Dass sie wussten, oh, wir stehen hier echt auf der Kippe. Es kann sein, dass wir rausgeschmissen werden, wenn wir keine Titel holen. Das ist Punkt 1. Dann haben sie, wie du sagst, Tuchel auf dem Markt, alles klar, Nagelsmann ein paar Spiele verloren, bam, wir holen ihn weg, wir tauschen ihn aus, um unseren Arsch zu retten. Oder Punkt 2, es sind. Wir wissen ja alle, Kimmich, Goretzka, yay, wir lieben Nagelsmann, Müller, Neuer und so weiter. Mäh, mäh, mäh. Zu viel neu, zu kindhaft, zu was weiß ich, zu unprofessionell, hast du nicht gesehen. Die sind dann wieder hochgedackelt, haben sich beschwert. So, eine von den beiden Möglichkeiten ist es, warum Nagelsmann gescheitert ist. So, beide Möglichkeiten sind katastrophal. Wie du sagst, ja. Du verpflichtest den für 25 Millionen Ablöse, gibst einen 5-Jahres-Vertrag, haust ihn nach ein Dreivierteljahr raus, weil du die sportlichen Ziele in Gefahr siehst. Das war Omas dann der Pressekonferenz, wo drei People sitzen, die zu Tode betrübt sind und so tun, als wäre der Nagelsmann gestorben. Ja, Ja, so kam die lächerlich. Pressekonferenz rüber. Ja, voll, voll. So, also, da hat das ganze Dilemma schon angefangen. Ach, vorher schon.
wie du Ja, sagst, vorher schon. Das mit war dann dem im Endeffekt, Ancelotti. Also. dachtest du eigentlich, wäre das die Krönung mit Nagelsmann, aber es hat sich ja dann jetzt nochmal Ja. gesteigert. Man denkt ja immer, dass das große Finale ist gelaufen. Jetzt Ja, müsste das lang. kommt noch. Ja, Aber genau. wie du sagst, um darauf mal zurückzukommen, ja, nur ein kleiner Ausflug. Wenn du jetzt einen Trainer holst, wo nur einer sagt, so, ja, alles klar, ich trage das mal mit, auch wenn ich das nicht fühle. Ne? Wie du es gesagt hast, von diesen vier Herren, die wir gerade genannt haben. Sobald der drei Niederlagen am Stück hat, war es Weg. das. Weil dann geht der dahin und sagt, ja, habe ich euch doch gesagt, guckt euch das an, das passt doch nicht. Und so weiter. Ne? Deswegen sage ich ja, du musst einen finden, wo die alle vier hinterstehen. Oder lass den Freund vielleicht noch raus. Ich glaube, der Freund hat nicht so viel zu sagen, als wenn er da eine große Rolle spielen würde. Aber du musst einen haben, der Kalle, Uli und Eberl zufriedenstellt. Ja, und das Schlimme ist ja auch, Ne? dann kommt er noch hinzu, eigentlich muss er noch eine fünfte Partei zufriedenstellen. Und jetzt Ja, aber kommt's. die Fans Nein, interessiert doch nein, den nein, Uli noch nein, nicht. nicht die Fans. Die Aha, Spieler. wen denn? Die Spieler. So sieht's doch aus. Wenn doch, Wenn hast du du doch die eben alle selbst. behältst, ja. Ja. Ja, genau. Wenn weiterhin Ja. der Weltklasse-Torwart, der noch nicht mal in Frage gestellt wird in der Nationalmannschaft, Manuel Neuer, Kimmich, der Führungsspieler, Goretzka, der Führungsspieler, Sané, der beste Flügelspieler Europas und Gnabry, der Torschütze gegen Real Madrid. Wenn solche Spieler weiterhin so ein Machtgefühl bei uns haben, ob sie es haben oder nicht, aber anscheinend denken sie ja, dass sie es haben, wird sich da auch nichts ändern. Es kann nicht sein, dass irgendwelche Spieler da irgendwo hingehen und sich beschweren, das Training ist zu locker oder jetzt war zu wenig Training. Was ist bitte Aber los? das war ja bei Ancelotti auch schon. Warum Da hieß es darf ja auch, ein Neuer dass. Ja. fordern? Ja, hier den. Der war. Das hat ja nicht ein Trainer alleine entschieden, so wie ich das verstanden habe. Bitte korrigier mich. Jan Perez, ich habe mit Manuel besprochen, wenn wir 2-0 führen. Der Neue hat das entschieden, Alter. Da müssen wir uns So nichts sieht's vormachen. aus. So Ja, sieht's na aus. Da klar. geht nicht ein Trainer hin und sagt: Hör mal zu, Nein. Manuel, dein Nein, nein, 500. nein. Spiel kriegst du im letzten Saisonspiel, weil ich Der möchte jetzt Tuchel, hier mal. genau. Ja, der Tuchel geht zum Neuer und sagt: Manuel, guck mal, pass mal auf. Der Perez, ne? Guck mal, der war auch die ganze Zeit ruhig, hat die Fresse gehalten, schön dazugearbeitet. Was hältst du denn davon? Guck mal, wenn wir 2-0 führen, ne? Kannst du ihnen da nicht mal eine Viertelstunde abgeben? Oder aber wahrscheinlich hat er gesagt: Kannst du ihnen da nicht mal eine Halbzeit gönnen? Dann sagt der Manuel: Nee, pass mal auf, 20 Minuten lasse ich mich drauf Ja. ein. Ja. So läuft das. So, Ohne ja, Scheiß, genau. anders kann das nicht laufen. Hä? Das ist Da. dasselbe wie beim Nagelsmann. Also, ja, ich wollte eigentlich schon längst die Dreierkette spielen, aber der Mannschaftsrat hat das abgelehnt. Hallo? Wo sind Der wir Mannschaftsrat hat hingekommen? das abgelehnt. Wir können Das. keine Dreierkette spielen, die wollen das nicht. Lächerlich, oder? Absolut lächerlich. Und wenn diese Da sind Jungs wir jetzt mal hingekommen. Leistung zeigen würden, weißt du, ich weiß noch, ich habe schon geahnt, ich habe da auch Kommentare auf meinem Kanal unter Videos, wo ich dann mal auf Ed Broski die Show reagiert habe, wo das Thema Kimmich war und ich musste mir durchlesen, du hast doch keine Ahnung, Kimmich ist auf jeden Fall ein Führungsspieler. Ja, bitte Leute, all die Leute, die das geschrieben haben, wo verdammte Scheiße war, es ist nur ein Beispiel, aber wo war Kimmich jetzt? Im letzten Drittel der Saison Führungsspieler. Erzählt, bitte schreibt es mir hier drunter, wo die Kacke am Dampfen war, wo es Gegen nicht lief. Dortmund. Da war er Führungsspieler. War der Im Einzige. Hinspiel gegen Dortmund. Im Rückspiel, wo wir verloren haben. Ach War so, wo Kimmich wir. der Einzige, der Leistung gebracht hat, der vorangegangen ist. Aber auch Okay. nicht jetzt führungsspielermäßig, dass er die anderen aufgerüttelt hat, das auch Genau. nicht, weil Der das hat war er seine noch Leistung nie. gezeigt. Der hat seine Das Leistung kann er gezeigt. nicht. Ja, aber er ist Genau. mit Leistung vorangegangen, ja. Genau. Auch die So, zwei, und dann drei haben wir Spiele noch. danach. Aber ansonsten, der Kimmich ist kein Führungsspieler, wollen wir nicht drüber reden. Er möchte das gerne sein, aber ein Führungsspiel, oder vielleicht haben wir auch einfach, weil wir auch schon ein bisschen, oder ich ein bisschen älter bin, haben wir vielleicht eine andere Vorstellung vom Führungsspieler. Für mich Ja, ist ein das war auch. Führungsspieler ein Effe, Genau. ein Lothar. Der Effe, der einfach auch mal ein Zeichen setzt oder der dann auch mal in der Halbzeit, der wartet gar nicht bis zur Halbzeit, der packt sich auch immer einen auf den Platz nach 20 Minuten. Genau. Ähnlich, wenn du dir mal die letzten Spiele beobachtet hast, wie es ein Eric Dier macht. Ein Eric Dier nimmt sich einen Spieler auch und faltet den mal zusammen. Ne? Mal im ruhigen Ton, mal ein bisschen lauter. So, das ist ein Führungsspieler. Aber ein Kimmich ist kein Führungsspieler. Ein Genau, Goretzka ich glaube, ist kein das ist Führungsspieler.
für Die wollen viele ist das da, glaube sein, ich, die die haben den haben. Anspruch, ja. Ja, ich glaube, es gab viele Leute, die dann so kommentieren, haben einfach eine andere Definition von Führungsspieler. Das hatte ich dann auch, glaube ich, Ja. darauf geantwortet. Also für mich ist ein Führungsspieler nicht derjenige, dann kam auch das Beispiel, ja, aber weißt du nicht mehr, wo Kimmich das Tor vor so 4 Jahren gegen PSG gemacht hat, das wichtige, entscheidende Tor. Das ist für mich kein Führungsspieler, entscheidende Tore zu machen oder eine gute Leistung zu bringen. Das ist für mich, das qualifiziert dann einen guten und sehr guten Spieler. Das so, Ja. aber ein Führungsspieler ist für mich echt, du hast es ja gerade beschrieben, ich muss dich ja nicht wiederholen, aber einen auch dann zu erkennen, wenn die Kacke am Dampfen ist, der da hingeht, der auch mal vielleicht eine Umstellung auf dem Platz in die Wege leitet, der taktische Anweisungen gibt, der man Zeichen setzt, das ist für mich Führungsspieler. Und wie du schon sagst, das ist ein Kimmich nicht, das ist ein Goretzka nicht. Und das war, Es dann kam würde dieser. ja schon reichen, wenn du mal sehen würdest, dass die bei diesen ganzen Spielen, die wir hatten, ja, dass da nur einer mal die Brust rausgenommen hätte, ob es ein Goretzka ist oder ein Kimmich, und einfach mal den anderen, die standen ja immer beide auf dem Feld, einfach nur mal den anderen schon mal mit ins Boot genommen hätte und hätte gesagt, komm, Leon, was ist los? Komm hier, wir müssen die anderen mal pushen. Wir sind hier seit 9 Jahren und wollen die Führungsspieler sein. So, wir müssen Zeichen setzen. So, kommt ja nicht. Nein. Kommt ja nicht von denen. Die ergeben Nein. sich. Die tauchen ab. Und dann Guck sticht dir. irgendein Jugendspieler wie ein Tell oder sowas, der eingewechselt wird, oder ein Saragossa in den Spielen, der sticht dann heraus, weil er 10 Minuten gute Leistung bringt. Ja. Ja, Also, und wir haben keinen Führungsspieler auf dem dann Feld. wird geschrieben, ja, aber Manuel Neuer ist ein Führungsspieler. Wo ist Manuel Ach, Neuer der ist bitte ein gar Führ. nichts, der gar Das ist nichts ein mehr, der Mann. absoluter Witz, wenn ich solche Takes lese, ne? Junge. Ich weiß auch Das nicht, was geht der mir. Kapitän ist bei uns. Nee, das habe ich aber noch nie verstanden. Das habe ich aber schon vor Jahren gesagt. Da hatte ich doch noch keinen Junge, YouTube-Kanal. Können Junge. Sie mir jetzt alle sagen, ja, das sagst du jetzt nur so? Nein, das war für mich noch nie ein Führungsspieler. Wo hat Neuer sich bitte diese Saison mal vor das Mikro gestellt nach einem Scheißspiel? Den Gar siehst du nicht. immer nur nach guten Spielen. Und guck Na, dir warum an, das ist überhaupt? ja auch immer dein super Beispiel. Wer geht denn da zu den Fans nach dem Spiel hin, wenn wir Scheiße gespielt haben? Gehen da die Führungsspieler vor? Nee, da gehen die Tell und Die Saragossas, die gehen gehen alle da. weg. Die gehen alle weg. Ja, Na klar gehen die alle weg. natürlich, weil sie Angst vor Kritik haben, weil sie sind ja die Großen, die wissen ja, wie es läuft. So, Wir haben sie nötig. Ja. solange sich das auch nicht ändert, diese Zusammenstellung da auf. Und Da Kimmich, hast du ich recht. weiß noch, wie er gelobt worden ist, dann ist er, ich sehe den, fühle den auch gar nicht in der Mitte, ne? Das weißt du ja. Dann wurde er als rechter Verteidiger gesetzt, so, dann hat er da 2, 3 Spiele gebraucht. Ist ja okay, muss sich ja auch erstmal wieder an die Position gewöhnen. Kann ich total Ja, nach. logisch. Also fühle ich auch als ehemaliger Fußballspieler, kann ich das nachempfinden. So, und dann hat der, jetzt kommen wir wieder zu dem kuriosesten Ding, was so in der heutigen Zeit sowas von reinpasst. Dann macht ein Spieler 3 gute Spiele oder 4 oder 5. Und wir reden jetzt nicht von Weltklasse. Und er Nee. wird wieder als der Weltklasse rechter Verteidiger bezeichnet. Es ist so Ja. krass. Es ist so krass. Und er ist im Endeffekt ja nur positiv aufgefallen, weil er vorne in den Spielen, wo er dann gut war, sehr gut war vielleicht, vorne mal ein bisschen Akzente gesetzt hat. Dann kam auf einmal eine Flanke rein. Aber sobald Druck auf den Jungen ausgeübt wird, Das hast du da gesehen jetzt in wieder, Real ja, abgetaucht. war doch jetzt im letzten Spiel auch gegen Hoffenheim, wo er sich da wieder auf außen fallen lässt und da, wo wir das Gegentor doch sogar kriegen, wo er dann da hier Ja, die beim Hand hier. Einwurf, ne? Hallo, hallo, ja genau, wo der Einwurf und wo er vorher leicht gedrückt worden ist, Ja, da muss er wenn erstmal überhaupt. diskutieren. Ja, Das ist, ist aber nein, da wird, Majestätsbeleidigung. genau, so lächerlich. Und jetzt nehmen wir das Beispiel Javi Martinez. Ja, genau. Hast du den einmal lamentieren sehen mit irgendeinem Schiedsrichter oder sich, Junge, Nein. der hat gefoult oder wurde gefoult, ist aufgestanden, hat sich umgedreht, weitergespielt. Genau, so So, sieht's aus. keinerlei Allüren. Diese Spiele haben alle Allüren. Ja, Ja, sehe das ich war das genauso. beste Beispiel, dieses Spiel. Der schmeißt sich auf den Boden und denkt so, wie ich krieg den Pfiff nicht? Oh, wie ein Rohrspatz. Was macht der Gegner? Der wirft einfach den Einwurf, spielt weiter, schießt das Tor. Ja, Wow. Und das soll ein Führungsspieler sein? Neuer genau das Gleiche. Schau dir bitte das Gegentor an, was wir jetzt gekriegt haben, wo Neuer, er Lächerlich. hat ja mehrere Tore Ja, drei verursacht, Stück. aber das erste, wo er den Pass spielen möchte, diesen 4-Meter-Pass Auf Eric Dyer. auf Dyer, der kommt nicht an, dann passiert ja das Tor daraus, dann ist er danach am Diskutieren. Anstatt der einfach sofort seine Hand hebt, also ne, das kennt man ja auch selber vom Fußball, wenn man Scheiße gemacht hat, dass man den hier macht. Leute,
Ne, das ist ja dann dieses Drehen, wo man dann kurz den Kopf so senkt und sich entschuldigt. Das siehst du bei dem nicht. Der fängt dann mit Nö. seinen Mitspielern an zu diskutieren, wo ich mir Naja, denke, muss der da Fehler siehst du woanders suchen. immer schön den Fehler woanders suchen. Immer schön den Fehler woanders suchen. Das ist unser Problem, Hauptproblem. Und darum sind das alles keine Führungsspieler. Darum müssen auch mehr von den Spielern ausgetauscht werden, als man denkt. Nur wenn du jetzt schon wieder guckst, dass du ja keinen Plan hast, was für ein Trainer kommt, es wird ja darauf hinauslaufen, damit irgendwie noch ein Gerüst zusammenbleibt. Ein Trainer kann gerade kein Gerüst bauen, wirst du diese Spieler behalten müssen, weil sonst bricht ja alles zusammen. Das bricht ja alles zusammen. Das hast du ja gar keinen Da mehr kann da. man drüber streiten. Also ich glaube nicht, dass du die Spieler behalten musst. Bin ich ganz ehrlich. Also wenn wir jetzt mal runterbrechen, so Innenverteidigung sollte stehen. Ja? Du hast einen Delicht, du hast einen Dyer. Anderen beiden lass Sollte, mal außen ja. vor. Kannst du darüber diskutieren, ob du da einen von behältst oder nicht. So, fangen wir zentral im Mittelfeld, hast du einen Pavlovic. Musst du halt die Eier haben, auf ihn zu setzen. Klar, er ist kein Sechser. Wenn du mit einem defensiven Sechser spielen willst, brauchst du noch jemanden. Aber du hast da schon mal jemanden, der da reinpasst. Eine Position weiter vor hast du Musiala. So, du musst einfach wieder, unter Tuchel hat er super stark abgebaut, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Er wer auch braucht wieder ein nicht? bisschen Selbstvertrauen, aber er hat selber gesagt, er möchte mehr Verantwortung übernehmen. Zack, hast du den nächsten, der eine Achse bildet. Vorne hast du Harry Kane, der über jeden Zweifel erhaben ist. Ja? Und du kannst einem Harry Kane auch einfach mal mehr Verantwortung geben und im schlimmsten Fall ihm auch einfach die Binde geben. So, gib ihm die Binde für die nächsten 2 Jahre und gut ist. Ja? Klar, du kannst auch einem De Ligt die Binde geben. Ja, genau. Aber wenn du gerade jetzt vom Umbruch redest, macht es vielleicht Sinn, nochmal so einen erfahrenen alten Sack die Binde zu geben. So, dann hast du ein Gerüst da stehen. Du hast einen Tell, der schon länger da ist. Kannst du ja jetzt nicht als Gerüst sehen, aber du hast schon mal eine Achse da stehen. Ja, Torwart ist natürlich so eine Sache, ja. Da wird es wild werden, weil Manuel Neuer, du wirst Manuel Neuer niemals die Binde wegnehmen können. Das ist so lächerlich. Ja, du hast das schon gesehen, wo ihm der Torwarttrainer weggenommen wurde, wie er gesagt hat, dass ihm das Herz vom Verein rausgerissen wurde. Allein dafür hättest du ihn schon auf die Tribüne verbannen müssen. So eine Aussage als Kapitän dieser Vor was Mannschaft. haben die denn Angst beim Neuer, Na? dass er sagt, ich höre jetzt auf? Ja, dann bitte, dann hör auf. Keine Ahnung. Guck mal, wir kommen ja Wir von einer machen. Baustelle in die andere, ne? Da siehst du mal, wie viele Baustellen wir haben. Da musst du dir mal vorstellen, dass Na? du überhaupt so einem Neuer so hinterherwimmelst. Du könntest ohne Probleme nächste Saison einen richtig klasse ersten Keeper verpflichten. Du musst nur nach Man City schauen. Ein Ortega von Man City, ein guter Keeper, echt ein guter Keeper, hat ganz klar gesagt, er möchte nächste Saison Nummer 1, ganz klar Nummer 1 sein. Wenn du jetzt als Bayern München auf den zugehen würdest und würdest sagen, hör zu, du bist bei uns die Nummer 1, ja bitte tschüss Manuel. Aber das machst du ja nicht als Bayern München, Du weil müsstest ihn ja Mir aber, du müsstest ihn aber auch Mir erstmal dann verkaufen, ne? Weil Ortega wird das ja auch nicht glauben. Wie viele Spieler haben wir verpflichtet und gesagt, ja, alles klar, du Siehe bist der Peres. neue Mann. Wir setzen auf dich. Rein Graven wäre ich das letzte Beispiel. Wir setzen auf dich. Was wurde gemacht? Der wurde auf der Bank verschimmelt gelassen. Naja. Auf Manuel Neuer bezogen ist ja noch schlimmer. Ja, Ja, du hast einen total. Nübel geholt, den hast du noch Spiele versprochen, den hast du sogar in seinen Vertrag reingeschrieben, wenn man den glauben darf, was so der Berater von sich gegeben hat. Und hast ihn dann verliehen, damit es nicht weiter Ärger gibt. Sondern verpflichtest du den Peretz, dem versprichst du das Geld, das Blaue vom Himmel. Was hat er? 17 Minuten im letzten Spiel, Alter, weil King Manuel Lächerlich. nicht länger verzichten kann. Lächerlich. Wir müssen halt weg davon, wie du sagst, wir müssen weg davon, diese Spieler ja diesen Gottstatus zu geben, den sie haben bei uns. Also nochmal, wir Total. reden ja nicht davon, dass diese Spieler schlecht sind oder dass sie nichts erreicht haben für den Verein. Haben sie. Ja, 6 Tubel, alles gut, und dann hättest du den Cut machen müssen. So, jetzt sind Total. wir, was, 2 Jahre, 3 Jahre danach? Ja, Wenn ich jetzt, Und ich ne? kann auch nicht zu meinem Arbeitgeber jetzt gehen. Da sagt mein Chef zu mir jetzt beispielsweise: Mal Olli, die letzten 2 Jahre, da lässt du aber ganz schön nach. Du nimmst gar nicht mehr deine Termine bei deinen Klienten wahr. Und was ist mit den Anträgen? Die kommen immer zu spät, schickst du die raus? Da kann ich doch nicht sagen zu meinem Chef: Hör mal zu, aber vor 4 Jahren, weißt du das noch? Da war ich richtig stark, ne? Da habe ich Da war ich fünf an. Mitarbeiter des Jahres. Da war ich genau, Mitarbeiter des Ja. Jahres und mindestens 10-mal Mitarbeiter des Monats und habe alles gerockt. Ja, da wird mein Chef zu mir sagen: Ja, Junge, das ist auch schön und gut, dass das damals so war, aber wir müssen ja das jetzt und hier bewerten. Aber Also. der Unterschied ist ja, dass dein Chef nicht 2 Jahre warten würde. Er würde ja Nein. aller spätestens wartet er vielleicht mal 4 Wochen. Ja, also dann kommt er das erste Mal schon auf dich zu und sagt: Pass mal auf, was ist denn los? Hast du irgendwelche Probleme? Oder wenn es ein guter Chef Genau. ist,
Genau. Ne? Wenn es ein schlechter Chef ist, gibt er dir gleich eine Abmahnung. So. Der wartet nicht 2 Jahre wie bei uns. Nee, nee. Ne? Aber das ist, ich glaube, das ist auch dieses falsch gefühlte Mir-San-Mir-Gefühl. Dieses, Ja, das wird ja. komplett falsch gelebt. Das Ja, bedeutet für ist es mich nicht auch. Mir-San-Mir. Also, Nee. bloß Das nichts ist kom. kritisieren, bloß weiter in Ja. Watte wiegen, weil Den wir. Spieler ohne Berater, 20 Millionen bis eine Stammplatzgarantie sehr wahrscheinlich in den Vertrag schreiben, weil wir stolz sind, dass er ohne Berater mit uns verhandelt. Wahrscheinlich einen besseren Vertrag ausgehandelt, als wenn er einen Berater gehabt hätte. Das hat nichts mit mir zu tun. Also das Problem ist, glaube ich, viele oder die, die in der Verantwortung waren bei uns im Verein, haben gedacht, mir sei mir, stellen wir gleich mit, wir stellen keinen Spieler in Frage, die natürlich viele Verdienste für den Verein haben. Also nehmen Manuel Neuer, nehmen Thomas Müller, nehmen Kimmich mir gerne mit rein und so weiter. Die haben ja alle Riesenverdienste für den Verein. Das steht ja außer Frage. So, und ich glaube, dieses Mir-San-Mir-Gefühl haben die so interpretiert, ja gut, nee, die stellen wir nicht in Frage und wenn die was gegen den Trainer haben, dann tauschen wir lieber den Trainer aus, weil Mir-San-Mir. So, der Trainer ist so der Faktor, den können wir jederzeit wechseln. Der gehört nicht zu mir, sondern So, mir so dazu. hat man den Eindruck, ne? Ja. Und das ist natürlich fatal, wenn das der Mir-San-Mir, was ich damit immer verbinde, ist so die Geschichte, was schon ewig her ist mit dem Deisler zum Beispiel. So, da haben wir auf ganz, ganz viel Geld verzichtet. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo das noch gar nicht Thema war mit Depressionen und so weiter. Ja, das war völlig unkompliziert. Andere Sachen mit dem Ribéry damals, mit den Vorwürfen, da irgendwelche sexuellen Handlungen getan zu haben. Mit dem Breno, ja, was da privat los war zum Beispiel. Dass Ja, man da zu den Spielern gestanden ist, ja. So, ja, und auf dem Platz dieses Selbstverständnis so, Ja, uns das ist kann keiner, klar. ne, aber das habe ich immer früh, so als wo So, ich das das ist ja erste Mal hörte, klar. damit verbunden, ne? Genau, das Selbstverständnis, die gesunde Arroganz. Genau. Aber wenn wir mal außerhalb vom Platz reden, war es immer so, dass man zu den Spielern gestanden hat, wenn sie schwere Phasen hatten. Ob das dann Ja. gerechtfertigt war oder nicht, sei mal dahingestellt. So, aber da hat man eine Einheit gebildet. Ja? Aber man hat ja trotzdem, keine Ahnung. Was ja trotzdem Spieler kritisiert, auch öffentlich, wenn sie neben Franz, wie er die Mannschaft vernichtet hat. Auch Uli hat oft genug dann auf die Mannschaft draufgehauen. Ja, so, aber Ja, das ist ja macht die ja letzten keiner Jahre mehr. komplett weg. Ja, total. Komplett weggegangen. Ja, aber das kriegst du auch nicht mehr rein, die heutige Und Generation. dann Ne? stellt sich ein Eberl hin, um so ein bisschen den Schwenk mal zu kriegen. Dann kriegst du so ein gutes Gefühl vermittelt als Bayern-Fan. Und dann geht es dann um Davis und Vertrag. Und dann denkst du so, ach krass, jetzt haben wir da einen, der lässt das nicht mit sich machen. Da wird, lass mich kurz ausreden, dauert nicht lange, da wird einem Spieler ein Ultimatum gesetzt. So, nee, hör mal zu, hier mit 20 Millionen oder was du erforderst. Unser letztes Ultimatum ist, keine Ahnung, 13 Millionen, 13,3 Millionen, sage ich jetzt mal. Und da hast du jetzt 14 Tage für Zeit oder 10 Tage für Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, das anzunehmen oder abzulehnen. So, wann war das bitte, Kai? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Was ist denn aus dem Thema geworden? Ja, das Thema hat ja gar keinen Platz, dank der Trainerdiskussion. Ja, aber das heißt doch für mich, also wenn Das er es heißt, abgelehnt hätte. Davis muss verkauft werden. Das heißt das. Punkt. Der Berater hat gesagt, nein, wir geben uns damit nicht zufrieden, wir wollen ein bisschen mehr Trainer ist. Fertig. Also das wurde nicht angenommen. Da Heißt im knicken wir auch wieder Umkehrschluss, ein. aus Eber-Sicht, Davis muss verkauft werden. Ich So. sag dir jetzt schon eins, Daran können wir ihn messen. Davis wird nicht verkauft werden, kann ich dir jetzt schon sagen. Dann hast du Fall Alaba 2.0. Davis Der wird nicht wird den verkauft. Vertrag nicht verlängern. Wird er nicht machen. Nee, das kann gut sein. Das kann gut sein. Aber der wird, ich sag, der wird nicht verkauft. Ich habe allgemein nicht das Gefühl, um das Thema jetzt auch hier zu beenden, sonst wird das Video auch zu lang. Ich habe allgemein nicht das Gefühl, dass groß. Also Saar und Choupo-Moting war ja klar. So hat sich ja, war ja logisch, Verträge und so. Ja. Aber sonst sehe ich gerade, aufgrund auch der Situation, die wir gerade haben, natürlich, ich bewerte das jetzt alles aufgrund der Situation, in der wir gerade sind. Wir haben keinen Trainer, es können keine Gespräche stattfinden, wie sich ein Trainer was vorstellt, bla bla Ja. bla bla. Und wir werden morgen sehr wahrscheinlich auch immer noch keinen Trainer haben. Und ob der dann mit großen Vorstellungen kommt und nicht eher nur ein kleines Würmchen ist, weil er die neunte Trainer, der, also erst die neunte Option war, der gefragt wurde. Ich habe das Gefühl, dass wir alle Spieler nächste Saison
noch bei uns sehen werden. Das Allergrößte, was ich mir vorstellen könnte, wäre noch vielleicht, dass du einen Tar holst, wenn der überhaupt will, wenn der so bescheuert ist und zu uns kommt, was ich nicht verstehen würde an seiner Stelle. Wenn der kommen sollte, dass du dich dann vielleicht von einem Opa trennst. Das ist so das Allergrößte der Gefühle, was ich zulasse. Sonst kann ich, sage ich dir, die bleiben alle da. Du lässt mit dem Kimmich den Vertrag auslaufen. Goretzka hat schon gesagt, dass er bleiben will, wie du ihn Ja, ist gerne nennst egal, was oder. sie sagen. Also Ja, aber. wenn das passiert, was passieren kann, ja, bin ich mittlerweile auch eher so. Ja, aber dann kannst du den Verein echt abmelden, weil dann ist ein Eberl auch komplett verbrannt. Weil Eberl hat sich öffentlich dahingestellt, hat gesagt, jetzt, Männer, vor 3 Monaten oder was, jetzt, die Leute müssen jetzt zeigen, dass sie den FC Bayern im Herzen haben, dass sie für den FC Bayern ackern, dass sie sich für den FC Bayern den Arsch aufreißen. Wenn wir Ja. das jetzt messen, dann musst du die halbe Mannschaft rausnehmen. Aber du hast sie doch Musst du. gesehen, wie verblendet sie waren nach dem Real Ja, aber musst du. Madrid-Rückspiel. Aber sorry, dann hat ein Eberl verkackt, weil Ja, hat er dann. die sind total verblendet, weil wir ins Halbfinale gekommen sind und in der letzten Minute für uns nicht das Tor gegeben wurde. Das ist doch das Einzige, was da. Hast du doch danach die Bankettscheiße hast du doch auch gegeben. Sie sind komplett geblendet. Es ging nur um diese eine Ja, Aktion aber in der dann weißt letzten du, wo es hingeht Sekunde. die nächsten Jahre. Dann Ja, wird sich nichts ändern. da stelle ich mich drauf ein. Da stelle ich mich drauf ein. Und trotzdem bleibe ich Bayern-Fan und bin kein Erfolgsfan, weil dann Ja, na klar. Darum hätte ich geht's ja mich ja jetzt nicht. schon längst verpisst, ne? Also, Darum geht's ja ich nicht. fühle das nicht. Gnabry? Und du musst ja mal so sehen. Erstens haben die Spieler ein hohes Gehalt. Welcher Verein übernimmt, die Spieler heutzutage gehen ja nicht mehr von ihren Gehältern runter. Also, da sind absolute Also mein Ausnahmen. Take, das kommt ja auch ganz oft in den Kommentaren und so kommt ja immer der Take, du wirst die Spieler nicht los. Also mein Take dazu, Kimmich wirst du mit Kusshand los, gar kein Problem. Ist der Ob einzige. Barca, Manchester City, sonst wer, du wirst einen Kimmich los, egal was er verdient. So, das ist gar kein Problem. Serge Gnabry, würde ich behaupten, wirst du auch los. Weil die Mit den Engländer, irgend, Verletzungen? ja, die Engländer, gerade Arsenal und so, die sind, ich weiß nicht, warum die einen Serge-Tick haben, die haben einfach einen Serge-Tick. Du wirst den los in die Premier League, bin ich Boah, mir bist du sicher. optimistisch. Goretzka wird schwer werden, weil irgend so ein Italiener wahrscheinlich nicht so viel Gehalt zahlen möchte, wie er gerade hat. Aber da musst du den Goretzka knallhart sagen: Pass auf, Leon, du spielst nicht mehr. Du sitzt auf der Bank. Ich glaube nicht, dass das dein Anspruch ist. Ja? Coman, auch da, ich weiß nicht, warum die Leute alle den Coman so feiern. Ja? Wirst du auch loswerden? Glaube ich schon. Wirst du wahrscheinlich nicht viel Geld für kriegen, aber wirst du loswerden, wenn du ihn loswerden möchtest. Opa weiß ich nicht, kann ich ganz schwer einschätzen, aber verdient jetzt auch nicht so viel Geld. Sané wirst du auch loswerden, warum auch immer, verstehe ich auch nicht. Das sind ja die 5 großen Verdiener bei uns. Kimmich, Goretzka. Goretzka sehe ich schwierig, ja. Vom Gehalt her könntest du den nicht loswerden. Die anderen würdest du loswerden, glaube ich. Du würdest wahrscheinlich nicht die 50, 60 Mille kriegen, die du unbedingt haben möchtest für den einen oder anderen Spieler. Da stimme ich dir zu. Kimmich wirst du die kriegen, die 50 Mille, glaube ich schon. Beim Leroy. Vielleicht Aber 40. Kai, ich finde, Aber ansonsten. da bist du aber echt sehr optimistisch, weil ich immer das Gefühl so habe, ich bleib Dass die hier, ich Spieler habe nicht weg noch. wollen. Genau, Ja. das ist das Ding. Ja, Und aber wenn dann du den kommst du Spielern damit. sagst, du spielst nicht mehr, du Ja, sitzt aber auf der stopp, Tribüne. stopp, wer soll das denn sagen? Wer soll Ist mir das egal, wer das sagen soll. Der jetzt in Eber dem soll das Moment. sagen. Kann er doch gar nicht. Dann wird der Spieler sagen: Moment mal. Lass doch erstmal den neuen Trainer kommen. Und dann beeinflussen wir Spieler, guck dir die letzten Jahre an, den Trainer Ja. wieder so weit. Ne? Tuchel hat sich vor der Saison hingestellt und hat gesagt, Kimmich und Goretzka in der Zentrale, nee. Und wer hat da zum Schluss gespielt? Außer dann natürlich, ne, wo er es dann eingesehen hat. Wie lange haben die da gespielt und haben es wieder Ja. geschafft? Und da sehe ich das Problem. Also selbst wenn ein Eberl das so fühlen würde, ein Eberl wird, selbst wenn er es ausspricht, sagt ein Spieler, ja, Moment, ich habe schon das Selbstbewusstsein, das in meinem Trainer zu zeigen. Und dann kommt da so ein armes Würstchen, die jetzt die neunte Option ist. Und also da bist du Dann echt sehr optimistisch. da Ich musst du der hoffe, du hast neunten recht. Option als Sportvorstand sagen: Pass mal auf, der Spieler steht nicht zur Verfügung, der trainiert in der zweiten Mannschaft. Punkt. Ja, Und das, das hat nicht gut, der Trainer zu entscheiden. wenn du sowas bringst. Wenn du einen Spieler, jetzt mal ernsthaft, wenn du, aber das werden wir nicht machen, weil wir das Mesa-Mir-Gefühl neu erwecken wollen, wirst du natürlich nicht so handhaben. Aber wenn du mal ganz klipp und klar den Spieler sagen willst: Pass mal auf, Leon, wir planen nicht mehr mit dir. Wir brauchen dich nicht mehr. Du hast hier gute Verdienste geleistet, du kannst durch die Vordertür gehen.
dem du nächste Saison den Verein wechselst. Möchtest du das nicht, dann gehst du halt durch die Hintertür und trainierst die nächste Saison in der zweiten Mannschaft. Fertig. Tja. Aber es ist doch nicht, dass du keine Handhabe hast. Es wird nicht passieren, klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Oh, wir werden sehen. Es wird wild werden, der Sommer. Wir werden sehen, wer Recht behält. Ich hoffe, du behältst Recht. Also da würde ich gar nicht auf mein Recht bestehen. Ich hoffe, dass es echt so kommt. Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass wir die alle loswerden wollen. Ich sage, wenn du die loswerden willst, würdest du die Spieler loswerden. Ja, glaube ich schon. Es gibt immer genug Bekloppte. Ja. Ja, ist so. Ja. Und wenn der Leon ein Angebot aus Saudi-Arabien kriegt, wo er 40 Millionen im Jahr verdienen kann, meinst du, dann sagt er nein, dann nimmt er das auch noch 2 Jahre mit. Drauf geschissen, Alter. Ja, gönn dir. Geld regiert die Welt. Ne? Ja, so da hat er auch eine Wohlfühloase, da braucht er nur 10% seiner Leistung Maximum bringen, ansonsten liegt er den ganzen Tag im Strand, in der Sonne. Ist doch schön. Also im Endeffekt kann er genauso weitermachen. Ja. So viel dazu. Ja, also um es abschließend zu sagen, so was ich bei uns beiden raushöre, ist so, wir haben beide, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass der große Bums noch kommt und dass das Ding irgendwie zurzeit gegen die Wand fährt. Ne? Also das fühlt sich jetzt gerade, nimmst du Trainer, nimmst du, wie das mit dem Vorstand funktioniert, sind wir beim ersten Teil, zweiter Teil, wo es darum geht, wie sucht man einen Trainer, wie will man in Zukunft einen Trainer suchen, wie will man sich ausrichten als Verein, was auch die Spieler angeht, wo wir gerade bei waren. Es hört sich alles sehr, sehr negativ einfach an. Ne? Da kann man uns jetzt wieder sagen, ihr seid aber pessimistische Fans. Ja, das ist egal. Das ist einfach Realismus. Ne? Es ist einfach so fühlt sich du das alles an. Du sitzt gerade im Auto und fährst mit 200 auf die Wand zu. Das ist, was wir tun. Genau, und hast doch nicht mal ein Airbag, drin. Aber das tun wir seit 2 Jahren. So, dann war ja die Hoffnung, wie groß angekündigt, Max Eberl ist da, der neue, starke Mann. Man hat sich ja auch, wie du es vorhin im ersten Teil gesagt, man sitzt sich da in der PK und sagt, jo, wir haben jetzt nur noch 3 Vorstellungen, das ist der Chrissy, das ist der Max und ich weiß nicht, unser Finanz-Johnny da. Ja. Ganz kurze Wege, 3 Leute, wir können jetzt voll schnell Entscheidungen treffen, läuft alles. Sicherlich. Und dann machst du diese Farce bei der Trainersuche, wo du genau das Gegenteil siehst. Und da siehst du doch, du fährst gerade mit 200 vor die Wand. Voll. Ja, du hattest da die Chance, alles zu ändern mit dieser Eberl-Akte. Haben wir auch die Hoffnung gehabt. Du hattest die Chance, alles in Bahn zu denken, selbst wenn es intern so wäre, ne, wie du es schon sagtest. Aber nach außen hin hättest du anders kommunizieren müssen. Natürlich. Dass der Eberl der starke Mann ist. So, dann hättest du gesagt, ja, alles gut, wir sind auf einem guten Weg. Aber so jetzt gerade, Katastrophe, der Eberl ist da. Wir fragen uns mittlerweile, warum ist er da? Was hat er zu entscheiden? Da sind wir hingekommen. Was hat er zu entscheiden? Und jetzt, wenn das jetzt wirklich so kommt, wie du sagst, vielleicht geben wir den Goretzka ab, der aber gar nicht weg will, also bleibt der auch. Keine Ahnung, geben wir überhaupt einen ab? Wir geben gar keinen ab. So, was hat der Eberl da noch für ein Profil, Alter? Ja, lächerlich. Er hat das 3 oder 4 Mal gesagt, wir werden alles auf den Prüfstand legen. Wir brauchen Spieler wieder, die für den FC Bayern spielen wollen. Aber der hat sowieso hat meiner Meinung nach schon viel zu viel Mund aufgemacht. Das war genau, wie er gesagt hat, wir haben Ende April, müssen wir eigentlich einen Trainer bringen. Dann hat er gesagt, wir sind in guten Gesprächen damit. Dann wurde jetzt gesagt, es wird auf keinen Fall ein Italiener. Halt doch einfach die Fresse, Alter. Vielleicht ist weißt du, warum er das gesagt hat? Weil er noch neu war und dachte, ja geil, ich bin jetzt hier, ich mache das, ich habe richtig Bock auf die Aufgabe, ich stelle mich der Aufgabe, deswegen hat er das auch gesagt mit den Spielern, ich stelle die alle in Frage, ich führe Gespräche und wenn die Leistung nicht bringen, haue ich die weg. Dann hat er das mit dem Trainer gesagt, ja, Ende April haben wir einen Trainer, weil der gar nicht wusste, was passiert. Der wusste nicht, dass dann auf einmal heißt, auch ja, hast jetzt mit dem hast du verhandelt, mit dem bist du dich einig, mit dem Freund, ist ja super, komm, wir fragen mal den Kalle und den Uli. Das ist schon krass. Dann hat das er immer gemerkt, scheiße, nee, der kennt, nee, die wollen den nicht. Nehmen wir den nächsten. Oh nee, den möchten die auch nicht. Und dann sind wir wieder beim Anfang. So, du musst die 3, 4 Leute, die musst sie zufriedenstellen. Und bei der Spielergeschichte wird das nicht anders aussehen. Dann wird entweder der Uli sagen oder der Kalle, oh nee, den Kimmich behalten wir aber. Und schon ist das Thema durch. Ja. Oder Leeuwen sagt, nee, noch schlimmer. Wir behalten den Leeuwen, weil er was? Weil er seit 5 Monaten, nach 5 Monaten mal wieder ein Tor geschossen hat? Ja, Hammer, mit dem ne? Vertrag Hammer. Oder was? Und dann kriegt dann auch noch, dann ist er jetzt schon so weit, dass ein Tuchel sich hinstellt, das werbe ich jetzt nicht Tuchel vor, damit nur was, um nur ein Thema anzusprechen. Ja, und mit Nagelsmann müssen wir schauen, was der Nagelsmann dem Leeuwen zugesteht. Wo ich mir denke, wo sind wir eigentlich angekommen? Ist der Messi und macht 40 Tore, die Bude?
dass er sich das vielleicht noch irgendwo rausnehmen könnte. Das ist unglaublich. Das Ich sag Einzige, was ja. du hoffen kannst, ist wirklich, dass der Tuchel nach Manchester United geht und wirklich so verliebt in den Libor ist und uns den für 40 Mille abnimmt. Ja, bitte, Das wäre nimm mit. grandios. Glaube ich aber nicht dran. Der weiß auch, der ist da nur verletzt, den brauche ich nicht. Junge, Junge. Unglaublich, Ja, unglaublich. die So. Sané-Phase ist ja, da brauchst du gar nicht mit anfangen. Hey, das brauchst du Also allgemein, wenn wir dieses jetzt das Thema machen, wir nicht mehr Alleinstellungsmerkmal, auf. Ja, geht das gar ist auch nicht. eine Katastrophe. Und wenn wir jetzt noch das Thema aufmachen würden, aber dafür wird das Video zu lang, wir hören jetzt, glaube ich, mal auf. Aber das Thema Verletzungen, das kannst du dir ja nicht mehr geben. Hast du mitgekriegt mit Coman? Der ist schon Ja. wieder kaputt. Es Ja, wie gesagt, den ist musst du un. abgeben. Sorry. Es tut Ja, mir leid klar, für den ist doch nichts King, gegen aber den Jungen. es geht nicht Ne? mehr. Ne, es geht nicht. Es bringt nichts. Das ist Dasselbe genau wie wie mit. es bei Tolisso war irgendwann. Ja, genau mit Gnabry, genau das Gleiche. Du Das brauchst ist. Spieler, die spielen können und nicht die drei Ne. Viertel der Saison tot sind, Alter. Und dann noch ihre Fertig. 15 bis 20 Millionen verdienen im Jahr. Das ist ja das Ja. Allerbeste, ne? Ich lasse mich auch mal krank schreiben demnächst für ein Jahr und verdiene dann meine 15 Millionen als Ja, aber du Sozialarbeiter. musst Mein dann Scheiß. alle 6 bis 8 Wochen einmal kurz wiederkommen, ne? Weil Ja, ich gehe dann sonst mal gehst du ja kurz ins ins Büro. Krankengeld. Ja, ich Kommst gehe kurz wieder, kurz. hast eine andere Verletzung, dann kannst du wieder Pause machen. So sieht's aus. So sieht's aus. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Ja, in diesem Naja, Sinne. gut. Ziehen wir noch kurz ein Fazit. Ich denke, das Fazit von meiner Seite ist, wir haben 1 Million Baustellen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir fahren gerade auf eine Wand zu mit 200 km/h. Ich hoffe, Ja. ich täusche mich. Ich hoffe, keine Ahnung, in einer Woche steht ein Trainer fest. Alle sind glücklich, alle stehen hinter dem Trainer. Wir wechseln ein paar Spieler aus. Wir greifen neu an in der neuen Saison. Das wäre so die Traumvorstellung. Ich persönlich erwarte das allerdings nicht. Jetzt kannst du deinen Ja. Take machen. Ja, ne, wie Eberl sagen würde, wenn die eine Tür zugeht, geht die andere auf. Ich habe eher das Gefühl, dass gerade alle Türen verschlossen sind mit ganz großen Vorhängeschlössern und wie Kai schon sagt, also ich würde sogar noch einen draufsetzen. Wir rasen mit 200 auf die, habe ich ja eben schon, glaube ich, gesagt, auf die Wand zu und stellen 10 Meter vor der Wand fest. Scheiße, wir haben ja noch nicht mal ein Airbag. Kacke. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Springen wir raus oder fahren wir gegen? So fühlt es sich an, aber. Ich hoffe auch natürlich als Bayern-Fan, dass sich das Ganze noch irgendwie zum Positiven dreht. Es wird dauern. Wir müssen uns nichts vormachen, dass das jetzt hier nicht innerhalb von 3 Wochen wieder alles super wird und wir nächste Saison so eine Saison wie Leverkusen hinlegen. Wer das denkt, der hat den Fußball, glaube ich, nicht verstanden. Ja. Oder lebt in einer Traumwelt. Wenn der Traum eintrifft, ey, gerne. Ich stelle mich auch gerne hin und sage, ich habe mich geirrt mit allem, was mein Bauchgefühl mir gesagt hat. Da habe ich kein Ja, Problem das ist ja mit. kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ich habe einfach ein beschissenes Gefühl zurzeit, wie sich das alles entwickelt. Wenn es nur eine Baustelle wäre, okay. Aber wenn du im Haus da ein kaputtes Rohr hast, die Elektronik funktioniert nicht, die Wände, da geht der Putz ab, du weißt ja gar nicht mehr, wo du anfangen Ja. sollst und aufhören Naja, sollst. ist Das auch ist das so, leider. Problem. Ja, und in diesem Sinne, lasst gerne Kommentare bei Kai unterm ersten Teil, bei mir unterm zweiten Teil. Quatscht uns voll, was ihr darüber denkt, auch die, die anderer Meinung sind. Ich bin sehr gespannt darauf, was da wieder für Kommentare kommen werden. Ja. Und Wie ich schon gesagt, habe. kleiner, also Lösungsvorschlag meinerseits, kannst ja vielleicht auch gleich noch was kurz was zu sagen. Wie wir es ja schon rausgearbeitet haben. Man muss im Verein erstmal wieder in der Führung eine Einheit werden, ne? Dass man auf einer Wellenlänge ist. Dann hat man auch nicht so das Gefühl, dass so ein Eber nichts zu sagen hat, wenn man auf einer Wellenlänge funkt mit den Entscheidungen. Dann muss man eine Strategie haben, was man sich vorstellt für die Zukunft, nicht auf ein Jahr gesehen, für die Zukunft, wo man hin möchte, wie man das erreichen möchte. Danach sucht man dann einen Trainer aus. Mit diesem Trainer. Ob der Umbruch jetzt hart kommt, dies Jahr auf 2 Jahre gesehen, völlig scheißegal. Bespricht man dann, wie geht man die Sache an? Wir wollen das und das. Wie sind deine Vorstellungen? Macht einen Umbruch. Auch mal drauf geschissen, wenn du nächstes Jahr keinen Titel holst, was sehr wahrscheinlich ist in meinen Augen. Okay. Dann musst du dem Trainer den Rücken stärken und die Sache durchziehen. So. Und dann ist auch egal, wie der Trainer heißt. So, das wäre der ideale Lösungsvorschlag in meinen Augen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, der kurzfristige Lösungsvorschlag wäre Jose Mourinho, bei dem das scheißegal ist, was ringsherum im Verein passiert. Aber dann hast du das quasi nur um 1 oder 2 Jahre vertagt. Ja, und die Mannschaft, da hoffe ich dann einfach jetzt.
auch lösungsvorschlagmäßig, da muss dann Eberl auch jetzt Taten sprechen lassen, was er angekündigt hat. Und da muss man einfach mal hingehen und sich die Spielerliste nehmen, die letzten 2 bis 3 Jahre analysieren, auswerten und schauen, was macht noch Sinn und was macht keinen Sinn. Und da nicht das falsche Mir San Mir, was wir eben schon beschrieben haben, Ja. damit reinbringen, sondern hier geht es nicht darum, Menschen zu bewerten, sondern hier geht es einfach ganz Genau. stumpf darum, Leistungen zu bewerten von Menschen, die 10 bis 20, 25 Millionen im Jahr verdienen. Und da muss genauso bewertet werden wie deine Arbeit als ITler, meine Arbeit als Sozialarbeiter. Wenn wir Murks machen, haben wir auch Gespräche, werden bewertet. Und wenn wir länger hintereinander Murks machen, dann müssen wir uns in der Regel einen neuen Arbeitsplatz suchen. So sieht's aus. Und das hat nichts mit den Menschen zu tun. Und die trifft es ja noch Nee. nicht mal. Das kommt ja noch dazu. Es wird sie nicht persönlich treffen, in dem Sinne, dass sie nicht mehr den Kühlschrank vollkriegen. Ne? Also, Nee, das ist alles Jammern auf hohem Niveau hier. Ne? Darum müssen. das ist eigentlich auch das perfekte Schlusswort, um Ja. das nochmal klar zu sagen. Wenn wir kritisieren, weil ich das ja auch immer ganz oft bei mir habe, wir kritisieren nicht den Menschen. Wir kennen den Menschen nicht. Wir Genau, kennen ich kenne Joshua ihn nicht. Kimmich nicht persönlich, sonst was. Wir kritisieren seine Leistung, seine. Auch auf seinen eigenen Aussagen von wegen Führungsspieler Blasels, was der Olli gesagt hat, nicht mehr, nicht weniger. Ne? Weil wir Und immer wenn ganz viele in den Kommentaren haben, magst du nicht, bebebeb. Nee, völliger Schwachsinn. Ne? Geht nur um die sportliche Leistung, nichts anderes. nicht mehr, nicht weniger. Wer darauf nicht klarkommt, der muss sich so Videos nicht angucken. Der kann sich So sieht's dann aus. den Bayern-Kanal anschauen, wo mit Und der jedem natürlich rosa-roten seine Brille. Meinung, Leute. Ihr könnt natürlich alle eine andere Meinung haben, deswegen haut die gerne in die Kommentare rein. Wir lesen uns das durch und ja, das ist einfach nur unsere Meinung. In diesem Sinne. So. Rot-weiße Grüße. Gehen raus, so sagt er es immer. Und ich sag, Genau. macht es gut, schwingt den Hut. Ciao, ciao.